Hallo, liebe Freunde. Ich musste nur gerade meine Katze besänftigen, damit ich hier in Ruhe weiter aufnehmen kann. Sie scheint jetzt gerade besänftigt, schaut mich zufrieden an. Ja, ich bin wieder uninteressant. Ich werde nicht mehr angegriffen. Tja. Immer diese Kritiker. Okay. Ich würde sagen, wir wiederholen nochmal das Gespräch mit diesem Piraten hier. Und dann begeben wir uns in den Raum zu den schrecklich, schrecklich wichtigen Piraten. Und jetzt! Erzähl mir die Geschichte von diesem LeChuck. LeChuck? Das ist der Kerl, der die Gouverneurin zum Abendessen besuchen wollte und nie wieder gehen wollte. Er hat sich total verknallt, aber sie meinte nur, er solle tot umfallen. Das hat er dann auch getan. Danach wurde das Ganze ziemlich ungemütlich. Meine Katze kommt gerade wieder. Schau mal, mag sie es echt nicht, wenn ich meine Stimme verstelle. Ja, ist ja alles gut. Was wurde ungemütlich? LeChuck war ein grausamer Pirat. Er versuchte, die Gouverneurin zu beeindrucken, indem er lossegelte, das Geheimnis von Monkey Island Trademark zu finden. Aber dann kam ein Sturm, versenkte sein Schiff und ließ keine Überlebenden zurück. Alle dachten, das sei das Ende des schrecklichen LeChuck gewesen. Aber wir hatten Unrecht. Was ist das Geheimnis von Monkey Island Trademark? Nur LeChuck weiß es. Er segelt immer noch in den Gewässern dieser Gegend. Sein Geisterschiff terrorisiert die See. Deswegen sitzen wir alle hier und nicht auf unseren Schiffen. Okay. Das war's dann erstmal. Dann reden wir noch mal mit dem kleinen Hund da. Grrr. Ruff. Ruff, Mealy Island Trademark. Ruff. LeChuck. Ruff. LeChuck. Ruff. Gouverneur Molly. LeChuck. Arf, arf, arf. Monkey Island Trademark. Schnief, schnief. Wer hätte gedacht, dass ich mal in einem Let's Play belle? Okay. Entschuldigung. Reden wir mit den ziemlich schrecklich wichtigen Piraten. Was willst du, Bursche? Ich will Feuerwehrmann werden! Hau ab, Bursche, du störst! Wie unhöflich! Was willst du, Bursche? Ich will Pirat werden! Na und? Warum uns damit belästigen? Hey, vergesst nicht, wegen dieser LeChuck-Geschichte könnten wir etwas Hilfe brauchen. Wieso? Keine Piraten bedeuten keine Beute. Keine Beute bedeutet kein Grog. Und der Grog geht uns so langsam aus. Hast du irgendwelche Fähigkeiten? Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Nun, na gut, aber man wird nicht einfach Pirat, wenn man danach fragt. Du musst durch. Die 3 Prüfungen! Was sind das für Prüfungen? Es gibt 3 Dinge, die jeder Pirat beherrschen muss. Du musst lernen zu fechten, die Kunst des Diebstahls anwenden und dich auf die Suche begeben. Die was? Schatzsuche, alter Dummkopf. Richtig. Du musst dich in jedem der Fachgebiete beweisen. Fechtkampf, Diebstahl und Schatzsuche. Und jeweils mit einem Beweisstück zu uns zurückkommen. Und dann musst du mit uns Grog trinken. Grog, Grog, Grog! Ich mach mal die Textgeschwindigkeit ein bisschen langsamer.
So, fortsetzen. Ihr seid übelriechende, grockgurgelnde Schweine. Um ein echter Pirat zu werden, muss man ein übelriechendes, grockgurgelndes Schwein sein. Was ist überhaupt in diesem Grog drin? Unser Grog ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Kerosin, Propylenglykol, künstliche Süßstoffe, Schwefelsäure, Rum, Aceton, rote Farbe, Scum, Schwerfett, Batteriesäure und oder Peperonis. Man kann sich sicher denken, es ist eine der ätzendsten Substanzen der Menschheit. Dieses Zeug frisst sich sogar durch diese Krüge und der Koch verliert ein Vermögen. Ja. Okay. Erzählt mir mehr über die Fechterei. Zuerst brauchst du ein Schwert. Dann musst du den Schwertmeister finden und besiegen. Jemand in der Stadt wird dir den Weg zeigen können. Oh, du solltest vielleicht vorher mit jemandem trainieren. Stell dir vor, ohne Training gegen den Schwertmeister anzutreten. erzählt mir mehr über die Kunst des Diebstahls. Wir hatten gerne, dass du uns eine Kleinigkeit beschaffst. Das Idol der vielen Hände. Das im Sitz der Gouverneurin versteckt ist. Die Gouverneurin hat das Idol der vielen Hände in einem Schaukasten in ihrem Landsitz. Natürlich musst du zuerst an den Wachen vorbei. Am kniffligsten ist es wohl, die Hunde draußen zu überlisten. Die sind ziemlich bissig. Vielleicht kannst du sie irgendwie betäuben. Erzählt mir mehr über die Schatzsuche. Die Legenden sagen, dass ein Schatz auf dieser Insel vergraben ist. Du musst lediglich den verlorenen Schatz vom Medi Island Trademark finden und hierher bringen. Brauche ich dazu eine Karte oder sowas? Du wirst doch wohl nicht annehmen, den Schatz einfach so zu finden. Und nicht vergessen, ein X markiert die Stelle. Ich gehe dann mal wieder. Lass uns mit unserem Krug allein. Schau später nochmal rein und erzähl uns, wie es läuft. Okay. Gucken wir mal, ob wir da in die Küche können. Hey! Du darfst hier nicht rein! Okay, da dürfen wir scheinbar nicht rein. Dann warten wir einfach mal kurz, bis der Koch rauskommt. Und rein in die Küche. Dann nehmen wir uns da das Stück Fleisch. Den Topf. Gucken mal den Eintopf. Ach nee, schaue. Der ist kochend heiß. Dann öffnen wir die Tür und sehen hier die Möwe aus Loom. Hau ab. Du nervst, ich will den Fisch. Das ist mein Fisch. Mein Fisch. Siehst du, mein Fisch. So, und dann gehen wir wieder raus. Inzwischen. Tief unter Monkey Island liegt das Schiff des Geisterpiraten LeChuck in einem Fluss aus Lava vor Anker. Captain LeChuck, ich, Es geht doch nichts über den heißen Höllenwind, der einem hier unten durchs Haar weht. Nein, Captain, es gibt nichts Schöneres. Captain, An einem Tag wie heute ist man doch richtig froh, tot zu sein. Ja, Captain, froh, tot zu sein. Du bist doch froh, tot zu sein, oder? Oh ja, Captain. Ich bin so froh, dass sie gerade mein Schiff gekapert haben, mich und alle meine Leute ermordet haben. Ja, Captain, so froh. Freut mich zu hören. Nun, weswegen hast du mich gestört? Captain, also sehen Sie, wir haben vielleicht ein Problem auf Medi Island. Problem? Was für ein Problem kann es geben? Ich habe diese Piraten derart vor der See eingeschüchtert, dass sie noch nicht mal ein Bad mehr nehmen. Also, es scheint da einen neuen Piraten in der Stadt zu geben. Eigentlich nur ein Anwärter. Jung,
ohne Erfahrung. Wahrscheinlich muss man sich keine Sorgen machen. Weiß gar nicht, warum ich sie damit belästigt habe. Ich kümmere mich selber drum. Warte. Ich werde das persönlich regeln. Meine Pläne sind zu wichtig, um von Amateuren vermasselt zu werden. Jawohl, Captain. Ja. Jetzt haben wir scheinbar den bösen LeChuck auf uns aufmerksam gemacht. Schrecklich, schrecklich. Okay. Dann widmen wir uns erstmal den Prüfungen. Hier in der Stadt will ich gerade noch nichts machen. Das machen wir später. Wir kümmern uns erstmal darum, das Idol der vielen Hände zu bekommen. Ach, Gouverneurin Marley. Du pixelige Traumfrau meines Teenager-Gamer-Ichs. Meines kindlichen Prä-Teenager-Gamer-Ichs. Als Teenager stand ich natürlich auf echte Frauen. Nicht so Frauen aus Pixel. Gehen wir mal zur Gabelung. Wobei, ich kann das Spiel blind, ich greife gerade vor. Wir sollten erstmal muss ich doch nach draußen? Ich schau mal. Lichtung. Ja, wir gehen mal zur Lichtung da. Ich bin mal gespannt, was da ist. Oh. Ein Zirkus. Da gehen wir mal hin. Ich würde ja hineingehen, aber bei Schießpulver muss ich schießen. Nun, ich habe die letzte Woche bei der Löwennummer die Hand verletzt. Ich glaube nicht, dass der Kratzer so viel wiegt wie meine Allergie. Du Betrüger hast gar keine Allergie. Los, ab in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Nein, Feigling. Angsthase. Waschlappen. Memme. Blutsauger. Gibt's hier zufällig eine Toilette? Sag mal, Junge, wie wird es dir Wow, ist das schnell. Wagemutigen, akrobatischen und überall wohlbekannten, fantastischen fliegenden Fettuccini Brothers. Das sind wir. Mein Bruder Alfredo und mein Bruder Bill. Na, ist das was? Ja, das ist was. Es ist ganz einfach, wirklich. Siehst du die Kanone hier? Alles, was du tun musst, steig in die Kanone. Und wir schießen dich hier raus. Quer durch das Zelt. Alles sehr sicher, natürlich. Also, was sagst du dazu? Wie viel zahlt ihr denn? Wie wäre es mit 478 Goldstücken? Okay, das klingt fair. Hast du einen Helm? Natürlich habe ich einen Helm. Für was für einen Idioten haltet ihr mich? Nun, zeig mal her. Wir wollen sicher sein, dass es sicher ist. Sollst dir nicht wehtun. Auf keinen Fall. Okay, zeigen wir ihnen mal unseren Helm. Gib Topf an Fettuccini Brothers. Ja, das wird als Helm ausreichen. Jetzt können wir loslegen. Geh einfach hier hin, Junge. Nun setz den Helm auf und steig in die Kanone. Und wir kümmern uns um den Rest. Echo. Echo, Echo. Es klappt. Ich bin so erleichtert. Hey. Bist du okay? Ich bin Bobbin. Bist du meine Mutter? Ihm geht's gut. Hurra, wir haben soeben... Wir wurden soeben von einem finanziellen fatalen Schadensersatzklage befreit.
Hier ist Ihr Geld, mein Herr. Nur ein kleiner Ausgleich für Ihre Hilfe. Wir sollten nur etwas genauer zielen. Ich versuch's als Nächster. Nein, ich bin der Nächste. Nein, ich. Nein, ich. Drückeberger. Verlierer. Rüpel. Fatzke. Ja. Und damit machen wir da einen kleinen Schnitt und sehen uns dann in der nächsten Folge.